machst Minecraft-Tutorials und Mods. Wow, du bist safe das coolste Opfer von den fiesen Grundschulmobbern. Junge, locker denkst du, du hast hier eine gute Chance. Doch das ist nicht Minecraft, du kannst dich nicht in die nächste Runde modden. Für dich ist Kanisterkopf ein super nettes Kompliment. Dann schäle sieht so aus, als hättest du da zum Tutorial. Was willst du würfeln mit deinem eckigen Gesicht? Du machst Facebook mit Steve und es ändert sich halt nichts. Du bist Inside-Job-Member, musst du immer erwähnen. Und ja, dann würdest du das nicht sagen, wird dich niemand bemerken. Für andere wäre das schlecht, die wären sich pausenlos am Schämen. Aber du bist stolz darauf, im Mission ausgenutzt zu werden. Versuch das nicht zu leugnen, das wäre peinlicher Scheiß. In deinem Song-Nachricht sagst du, dass dir keiner freiwillig schreibt. Mit einem Textniveau von 14-Jährigen auf Soundcloud. Ich lese mir den Müll durch und verstehe deine Trauer. Doch dass du Emo-Songs machst, überrascht mich kein Stück. Denn dass du edgy bist, fängt ja schon bei deinem Kopf an. Wo ist eigentlich der Sinn bei dieser Scheiße, die du bringst? Mit allem, was du machst, versuchst du Peinlichkeit zu skillen.